Im Gespräch jetzt Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes mit 30.000 Mitgliedern, die mitgliederstärkste Journalistengewerkschaft Deutschlands. Herr Überall, ich denke, Ihre Haltung zum russischen Mediengesetz brauche ich jetzt nicht abzufragen. Die dürfte klar sein. Aber wie bewerten Sie denn die Haltung von ARD und ZDF, Ihre Korrespondenten, Ihre Journalisten aus Russland abzuziehen? Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite tiefes Verständnis. Ich meine, das ist eine Situation, wo Kolleginnen und Kollegen tatsächlich in einer virulenten Gefahr sind. Also wer dort den Begriff Krieg in den Mund nimmt, muss damit rechnen, dass er ins Gefängnis kommt. Und zwar bis zu 15 Jahre. Und russische Knäste sind jetzt nicht unbedingt das Tollste auf der Welt. Wir können die Kolleginnen und Kollegen dieser Gefahr nicht aussetzen. Insofern ist es die richtige Entscheidung. Ich sagte zwei Herzen, das andere Herz, da blutet natürlich das Journalistenherz in mir. Wir bekommen jetzt nur noch unter größten Schwierigkeiten überhaupt unabhängige Informationen aus Russland, über Russland. Natürlich kann man aus Nachbarländern berichten, natürlich kann man auch hier vom Schreibtisch aus relativ viel zusammentragen. Trotzdem, die Inaugenscheinnahme ist eben auch wichtig. Allein wenn Sie beispielsweise einem Minister eine Frage stellen, dann kommt es nicht nur darauf an, wie dann das gesetzte Statement ist, sondern es kommt auch darauf an, wie reagiert diese Person? Verdreht die beispielsweise die Augen oder ist in irgendeiner Weise dort etwas dann auch im Raum zu spüren seitens der Kolleginnen und Kollegen, vor allem auch aus Russland? Wie ist die Stimmung vor Ort? Wie ist die Stimmung auch vor den Menschen? Und das und fehlt im Moment. Wenn ich Sie unterbreche. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber man bekommt natürlich auch sehr viel auch von den Delegationen am Rande noch entsprechend mit. Deshalb auch die Frage, inwiefern kriegen wir denn da auch die Sichtweise Russlands, die ja nun sicherlich auch wichtig ist, um zu verstehen, was dort gerade passiert, inwiefern bekommen wir die denn überhaupt noch über neutrale Kanäle mit? Schwierig. Ich meine, in Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Das ist eine Binsenweisheit, aber sie gilt eben hier auch absolut. Und tatsächlich macht es Sinn, eben auch zu versuchen, die russische Seite zu verstehen, so schwierig das ist. Also ich meine, es ist jetzt ein paar Wochen her, da war Weihnachten. Und stellen Sie sich vor, in einer solchen Weihnachtsrunde mit der Familie, wo man ja jetzt dann nach Corona oder mit Corona sich endlich mal wieder mit der Familie treffen konnte, da wäre einer plötzlich völlig ausgeflippt und hätte alle möglichen Leute verprügelt. Da wären Sie auch im ersten Schritt erstmal völlig entsetzt. Und wir haben hier die Situation, dass Zivilbevölkerung auch unter Beschuss genommen wird, dass es einfach ein dramatischer, unverständlicher Krieg ist. Umso wichtiger ist es tatsächlich, auch die russische Seite zu sehen, aber nicht nur die offizielle russische Seite. Mich interessiert auch sehr, wie kommt das tatsächlich in der breiten Bevölkerung, also jenseits der Funktionärinnen und Funktionäre an? Und dieser Aspekt fehlt. Es gibt ja noch Journalisten, auch Deutsche, die derzeit in Russland ihrer Arbeit nachgehen. Verändert das letztlich auch die Themen, über die Sie berichten können? Weil ich kann natürlich darüber sprechen, dass die Menschen beispielsweise vor leeren Lebensmittelregalen stehen. Aber ich darf ja dann nicht mehr darüber berichten, wie die Menschen über den Krieg denken. Die einfache Straßenumfrage ist ja demnach schon gar nicht mehr möglich. Ja, was mir Sorgen macht, ist, dass das Ganze ja nicht erst mit dem Russlandkrieg angefangen hat. International haben wir ohnehin schon immer wieder solche Restriktionen. Es ist auch noch gar nicht so lange her, da hatten wir Olympia. Und da gab es bei diesen Olympischen Spielen auch nicht die Möglichkeit, einfach mal ins Land reinzugehen und mit den einfachen Menschen zu sprechen. Was nochmal für Gesellschaft einfach unheimlich wichtig ist, auch für Weltgesellschaft unheimlich wichtig ist. Und das erleben wir jetzt sozusagen wie unter einem Brennglas in einer Krisensituation. Und die Kolleginnen und Kollegen, die in Russland noch arbeiten können und das mit großem Mut tun, bewundere ich. Sie begeben sich aber auch tatsächlich in eine riesengroße Gefahr. Denn es ist natürlich nicht einfach, darüber zu berichten und konsequent von der militärischen Spezialoperation zu sprechen und dieses Leid, diese Dramatik nicht adäquat einfangen zu können. Nun haben Sie ja einen UN-Beauftragten für Pressefreiheit gefordert angesichts des russischen Mediengesetzes. Da kann man sagen, okay, den hätte man jetzt eigentlich schon seit Vietnam fordern können. Wahrscheinlich ist das auch eine Forderung oder ein Gedanke, mit dem Sie sich nicht erst seit 2, 3 Tagen beschäftigen. Das ist nett, aber jetzt mal Hand aufs Herz, für wie realistisch halten Sie das überhaupt? Ich halte das durchaus für realistisch. Also zum Beispiel der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2017 mit großer Mehrheit einen entsprechenden Entschluss gefasst. Schon damals waren es ungefähr 2 Dutzend Länder, die sich auf diese Linie haben festlegen lassen. Und es ist durchaus realistisch, dass dieses Thema irgendwann jetzt nochmal kommt. Und im Prinzip sehen wir an diesem Beispiel, wie dringend notwendig es ist.
Ja, wir haben Beauftragte für Meinungsfreiheit, aber es war eben auch in diesem Bundestagsbeschluss, der auch im Netz nachzuschlagen ist, ganz bewusst formuliert, dass in Abgrenzung zu, in Anführungsstrichen, nur Meinungsfreiheit, diesem Grundrecht Pressefreiheit eben mehr Gewicht auch in den Vereinten Nationen verliehen wird. Und insofern erinnere ich in meiner Funktion immer nur noch mal daran und verlange auch von der aktuellen Bundesregierung, dass sie hier Anstrengungen unternimmt. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass im Moment die Herausforderungen so groß sind, dass es wichtigere Dinge gibt. Aber im Hintergrund muss man sich bewusst machen und vielleicht auch weitere Gespräche führen, so wie es der Antrag des Bundestages ist. Es ist ja nach wie vor ein Auftrag an die Bundesregierung, also auch an die neue, des Souveräns, des Parlaments, dass dieser Auftrag auch tatsächlich wahrgenommen wird, ernst genommen wird und weiter vorbereitet wird im Konzert mit anderen Ländern. Und wenn man sich anschaut, wie die Resolution der Vollversammlung der Vereinten Nationen ausgefallen ist, welche Staaten sind es denn, die dagegen gestimmt haben mit Russland? Das könnte man sehr schön abgleichen mit der Rangliste der Pressefreiheit, wie sie Reporter ohne Grenzen jedes Jahr macht. Und das sind dann die letzten Plätze. Und insofern sieht man schon, aus welcher Richtung das Ganze kommt und wohin sich das entwickelt. Und da müssen wir als auch Weltgesellschaft entgegenstehen. Pressefreiheit ist kein nice to have, das ist kein Gedöns, das ist ein Grundrecht, das ist ein Menschenrecht. Dürfen wir mal den Namen Dennis Yücel hier in unser Gespräch. Kurze Information für unsere Zuschauer. Dennis Yücel ist Redakteur bei der Welt. Er ist aber auch Vorsitzender des Schriftstellerverbandes PEN-Zentrum Deutschland. Er hat in der Türkei unter dem Vorwurf angeblicher Terrorpropaganda 18 Monate in Untersuchungshaft verbracht und ist in Abwesenheit zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt worden. Und Dennis Yücel fordert beispielsweise oder kritisiert die Abschaltung von RT Deutsch und von Sputnik, also den beiden großen russischen, wie wir im Westen sagen, Propagandamedien. Und er sagt, das ist eine Einschränkung der Pressefreiheit. Gehen Sie da mit oder sind Sie da mit Dennis Yücel auf Konfrontationskurs? Ja, Dennis Yücel ist an der Stelle mein Vorsitzender, weil ich auch bin auch Mitglied im Deutschen PEN-Zentrum. Und ich finde es wichtig, dass wir solche Diskussionen führen. Aber Sie dürfen sich schon frei äußern hier in unserem Gespräch. Ja, und ich finde es wichtig, dass wir solche Diskussionen auch mit unterschiedlichen Polen sozusagen, mit unterschiedlichen Meinungen führen, weil das zeigt auch, dass wir sie führen können. Das ist eben nun mal der Vorteil der Demokratie und der Presse und auch Meinungsfreiheit. In der Tat, im Detail sind Dennis und ich da nicht ganz einer Meinung. Ich halte, er muss bei RT.de und Sputnik, also vor allem bei RT.de, also früher Russia Today Deutsch, muss man unterscheiden zwei unterschiedliche Rechtskreise. Das eine ist das, was die deutschen Behörden machen, das, was die Landesmedienanstalten, allen voran die MABW machen. Da geht es um eine Lizenzfrage und das ist, und dazu habe ich mich auch immer geäußert in der Vergangenheit. Ich finde das äußerst problematisch und man hat ja gar nicht den Versuch gewagt, in Deutschland tatsächlich eine Lizenz zu beantragen. Man ist da in einem Rechtsstreit und es ist nun mal so in Deutschland klar gesetzlich geregelt, dass staatliche Sender in Deutschland keine Sendelizenz bekommen. Jetzt kann man Gesetze ändern. Ich persönlich wäre dagegen, aber das ist Demokratie. Man könnte Gesetze ändern und das ausdrücklich erlauben. Im Moment wäre es so nicht erlaubt, egal ob die Propaganda machen oder nicht. Ja, machen Sie es mal etwas konkreter. Wären Sie dafür, RT Deutsch freizuschalten, ja oder nein? Nein, ich wäre nicht dafür, weil sie eben umfassend Propaganda machen, weil sie ein Staatssender sind. Apropos. Ganz kurz noch, das auf europäischer Union ist eine Wirtschaftssanktion. Das ist eben keine Medienpolitik, das dürften die nämlich gar nicht. Das ist eine Wirtschaftssanktion und das ist in der Tat recht raumgreifend und da muss man sehr vorsichtig sein, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Was kommt als nächstes? Dürfen dann möglicherweise andere Sender auch nicht mehr senden? Über den Hebel der Wirtschaftssanktionen halte ich das für schwierig. Medienpolitisch halte ich diese Entscheidung für richtig, aber da muss sie gefällt werden, wo sie hingehört, nämlich hier in Deutschland. Gut, schauen wir mal auf unseren eigenen westlichen Bauchnabel. Da haben wir ja im Rahmen des ARD-Verbundes haben wir auch den Auslandsrundfunksender Deutsche Welle, die natürlich auch mit ukrainischen und russischen Programmen entsprechend sendet. Glauben Sie, und das möchte ich Sie bitten, zum Ende unseres Interviews vielleicht als kleinen Ausblick aus Ihrer Fachexpertise herauszusehen, glauben Sie, dass der deutsche Auslandsrundfunk letztlich wieder die Bedeutung bekommen wird, wie er sie zu Zeiten des Kalten Krieges hatte?
Es ist eine schwierige Frage. Die Deutsche Welle ist in Kooperation, aber ja auch nicht im Verbund mit ARD und ZDF und Deutschlandradio. Das ist ja eine etwas kompliziertere Konstruktion. Es ist letzten Endes aus unseren Steuergeldern bezahlt, nicht aus Rundfunkgebühren. Es ist also, wenn man jetzt mal böse Zugespitztes formulieren wollte, ein Staatssender, aber eben mit sehr hoher journalistischer Unabhängigkeit. Und das ist tatsächlich so. Die dürfen sehr, sehr unabhängig berichten. Und insofern sind sie tatsächlich ein Botschafter für das System, für das demokratische System. Und da erleben wir weltweit gerade sozusagen einen Wettlauf der Systeme. Es gab jüngst eine Studie, dass fast die Hälfte der Bevölkerung auf der Welt mittlerweile in nicht demokratischen Systemen leben muss. Und insofern ist es tatsächlich wichtig, dass es die Deutsche Welle gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass da, wo es im Moment auch ja nahezu eine Sehnsucht nach aufrichtigen, nach unabhängigen Nachrichten gibt, die Deutsche Welle sehr viel leisten kann, sehr viel leisten wird und dadurch auch die Chance hat, noch mehr Rezipientinnen und Rezipienten, also mehr Aufmerksamkeit beim Publikum weltweit zu bekommen. Vielen Dank. Das war Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes zur Mediensituation in Russland.